Guten Morgen, meine Yu-Gi-Oh!-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Locals-Bericht. Ich habe markierte Despianisch Männers gespielt. Leider keine markierten Beschwörers, weil Invoked Engine ist wirklich sehr, sehr ass. Nicht wundern, ich habe keine 4 Packs gewonnen, es war einfach nur Double Locals. Und ja, ich war mit Rasmus da, er hat mir seine Packs geschenkt. Kawabanga, wir können Pack-Opening machen, weil ich habe eh keinen Plan mehr, was da drin ist, aber es sind eh nur Super Rares. Also, wen juckt's, wir haben die sogar abgewogen, in der Hoffnung, dass. Ja, keine Ahnung, dass wir uns vielleicht spoilern können, ob irgendwo eine Ulti drin ist, aber im Endeffekt, ja, nicht so aufregend. Naja, gut. Okay, Deckprofil. Fangen an mit den Startern. 3 Aluba. Ist natürlich ausgesprochen spicy. Das ist übrigens 60 Karten, weil es einfach mehr Spaß macht. Ja, 3 markierte Fusionen. So eine gute Yu-Gi-Oh!-Karte. 3-mal Opening, die ist auch sehr, sehr gut. Einer meiner Gegner hat Opening geasht und ich habe ihm danach dem Game gesagt: Bro, was ist los mit dir? Warum asht du nicht Fusion? Und er so: Ja, okay. Aber war voll der Süße, wirklich. Die spiele ich auf 2. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft 3 spielen, weil sie ist halt irgendwie schon ein Starter. Braucht halt ein bisschen mehr Setup. Ich habe halt eine Karte noch gesucht, die ich cutten kann für mehr Non-Engine. Und ja, das war einfach die dritte Branded. Wie heißt die Karte überhaupt? Mit guter Laune markiert, Digga. Dieser Name ist so goofy. Ja, die ist ganz okay. Ich habe sie auf Locals nicht gezogen. Ich habe sie allgemein nicht super oft gezogen bisher in der ganzen Zeit, in der ich dieses Deck spiele. Aber die Karte ist immer ganz okay und lässt sich halt durch Ash durchspielen. Deswegen, ja, aber super viel zu Practice kann ich dazu tatsächlich nicht erzählen. Tragischerweise. 3 Lubeldeon ist sehr, sehr süß. Vor allem, weil so viel Tier rumläuft. Die Karte ist halt einfach gut. Die Karte ist auch nice zu harddrawn, weil dann hast du halt immer so Albion-Plays. Ich habe Game 3 von Runde 1 gethrowt, weil ich hatte den Extra Deck Albion auf dem Feld und ich hatte sogar 2 Lubellions im Grave. Ich habe einfach vergessen, den zu beschwören. Ich habe es einfach nur vergessen, weil ich dachte, ich könnte jetzt für Game gehen. Er hatte dann irgendwie eine Chimera-Sache da, um was wieder zu beschwören. Dann war es nicht ganz Game und dann habe ich einfach vergessen, dass ich noch Plays hatte, obwohl ich 100 Mal meinen Friedhof angeguckt habe. Ich habe auch vergessen, Cartesia auf die Hand zu nehmen und. Ja, keine Ahnung, aber passiert halt mal. Man geht ja auf Locals, um Fehler zu machen und so. Lieber hier Fehler machen als auf einem großen Turnier. Und das ist die brokenste Karte in Yu-Gi-Oh! In dem ganzen Deck gefühlt. Weil ich habe die so oft gezogen, allein schon auf Locals halt. Die Karte ist halt voll Combo. Die Karte ist One-Card-Puppet-Lock. Die Karte gibt dir so viel Advantage. Das ist richtig lustig. Und wenn dein Gegner dann auch noch deinen Maximus auf dem Feld liegen lässt, eieiei, Bro, der Arme. 3 Deployment ist halt ein Starter, ne? Dann Goldsack und Foolish noch. Sind gut. Ja. Man kann nie genug Starter haben. Das hier sind, ich glaube, warte, 11. Nochmal 11. 22 Starter ist eine okay Nummer. Ich würde mir aber actually mehr wünschen, weil es gab so. Es gibt so manchmal Fälle, wo ich actually keinen Starter ziehe. Also ich würde auf jeden Fall dritte High Spirits wiederholen. So heißt die nämlich auf Englisch. Und dann ansonsten mal gucken, ja. Mal gucken, was es noch für Starter gibt, die man hier spielen könnte. Vielleicht Keeper of Dragon Magic, aber ich glaube, der geht richtig hart minus. Ich weiß gerade actually gar nicht genau, was er macht. Ich muss den mal lesen. Ja, dann Engine Requirement, weil du kannst halt bei so einem Deck wie Branded nicht wirklich das in Extender aufteilen. Du kannst Starter definieren, aber du kannst halt nicht Extender definieren, weil halt theoretisch unter richtigen Umständen kann alles ein Extender sein. Also hier einfach die Engine-Karten. 3 Albers, obviously, die Karte ist sehr, sehr gut. Bitte spielt 3. 2 Cartesia. Ich würde am liebsten 3 spielen, aber das kann ich nicht justifieren. Quem finde ich aus, reicht sogar auf 1. Was rede ich? Der findet reicht sogar auf 1 aus. So. 2 Merc, ich finde halt 2 davon schon ziemlich notwendig, weil die Karte ist einfach nice. Du kannst Rindbrom machen. Rindbrom hat so viel Work ingebuttet. Diese Karte ist wirklich gebrochen, auf Ernst. Kit ist nice. Kam heute nicht auf, aber dann kannst du theoretisch unendlich grinden und halt der Albino, der ummantelte Drache. Digga, was ist das für ein Goofy-Arschname. Aber ja, ich habe 3 considered, weil irgend so ein kleines Kind auf YCS hat damit getoppt, aber im Endeffekt, es ist halt literally einfach nur Upstart Goblin plus Millennia Engine-Karte. Das ist halt süß, wenn du ihn dir suchen kannst, aber an sich, du brauchst keine 3. Ich spiele lieber mehr Non-Engine als 3, aber man könnte auf jeden Fall 3 considern, weil die Karte ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ziemlich gut. Dann, boah, Tragedy und boah, dieser Mann und 3 Bestials. Wow, von wem habe ich bloß diese Vorlage? Ist ja fast so, als wäre das 1 zu 1 die Liste von Team Kings of Games, nahezu. Ich finde halt seine Listen immer sehr, sehr nice. Ich bin ein großer Fanboy. Aber ich habe ein paar Tweaks gemacht, sodass ich diese Liste halt ein bisschen besser finde. Also, ich finde, die hat sich sehr angenehm gespielt, macht super viel Spaß zu spielen. Ist auf jeden Fall ein nice Deck, kannst auf jeden Fall sehr skillvoll Yu-Gi-Oh! Damit spielen. Und ja, die Bestials sind halt gut. So machen alle unterschiedliche Sachen, sehr, sehr nice.
Was halt niemals aufkommen wird, aber was aufkommen könnte, ist halt Jerusalem ist NetBeast out. Also ja, sehr, sehr süß. Dann Spells, ein Lost. Ich würde am liebsten drei spielen, aber again, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann kein Reasoning dafür geben, so. Ich kann es nicht justifieren, so meine ich. Ich habe auch nur zwei, ich habe die dritte einfach verloren. Ich weiß wirklich nicht, wo die hin ist. Karte ist halt gut. Geschaltet Going Second jegliche Interaktion aus, die Karte ist broken, wirklich. Aber halt nur, wenn du spielen kannst, deswegen spiele ich keine 3, weil ansonsten wären das safe 3, aber keine Ahnung, das ist ein bisschen situational. 2 Branded in Red finde ich sehr nice, sehr, sehr gute Karte. White kam heute nicht auf, ich werde mal sehen, ob ich die noch weiterspiele oder ob ich einfach White gegen die dritte High Spirits cutte. Weil halt in Szenarios, in denen White gut wäre, habe ich mir halt meistens stattdessen einfach Branded in Red geaddet und würde dann trotzdem gewinnen, so, deswegen. Ich glaube, White ist nicht unbedingt needed. Also sie ist nice zu ziehen manchmal, aber sie kann halt auch bricken, so. Und sie kann sich nicht selbst zurückadden. Du wirst sie nicht discarden mit Albers. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das wird nicht vorkommen. Unter keinen Umständen. Deswegen weiß nicht. Also die ist so, ich weiß noch nicht, ob die hier drin bleiben wird, aber in Theory ist sie halt eigentlich nice. Dann die spielt jeder. Die hat extrem viel Work ingeputtet. Ja, ich kann kein Deutsch mehr reden, beim besten Willen nicht. Aber die ist auf jeden Fall extrem broken, weil Imagine einfach super Broly, Digga. Das ist literally einfach super Broly. Diese Karte ist so broken. Und dann Ungeheuer, Digga. Das ist so ein nices Removal. Ohne Grund. So ein Mirror-Match. Du gewinnst damit halt einfach jedes Matchup, was irgendwas mit Fusionsmonster zu tun hat. Ich habe Tier-Element so ermordet mit dieser Karte. Ja, und Beast ist halt Beast. Ne? Ich mach's ein zweites Target für Lumellion zu haben und die Karte ist halt ganz okay. Und wenn du sie ziehst, Digga, dann discardest du sie halt. Du machst eh meistens den Extra Deck Lumellion und musst dann eh discarden, so. Also, das ist nicht so dramatisch. Ist halt manchmal wirklich leider tot, aber ich finde, es ist worth it, weil dieser Pop kann gegen manche Matchups so relevant sein. Zum Beispiel gegen Runic gerade, du kannst damit viel Spell poppen und du kannst, wenn sie Destruction auf dein Lost gemacht haben, was halt eine sehr gute Sache ist für sie. Ups, sie ist hier. Da kannst du die halt einfach damit wiederholen und dann bist du halt fett am Chillen. Das ist die Idee, aber auch nicht unbedingt mandatory. Ich mag halt einfach ein zweites Target für Rebellion. Das ist alles. Mir gefällt wirklich nicht, wie situational sie ist. Weil du halt ein bisschen kontrollieren musst. Ja, dann diese Yu-Gi-Oh!-Karte, die ist boah, so cool. Ja, okay. Non-Engine. Wir sind jetzt bei 15 Non-Engine angelangt. Ursprünglich habe ich so wie Team King of Games auch halt 9 Non-Engine gespielt, einfach nur 9 Boardbreaker. Aber ich dachte mir, okay, das reicht wahrscheinlich nicht aus. Deswegen habe ich dann noch 6 Plätze gefunden und habe halt noch Ash Imperm gespielt. Weil ich dachte mir, okay, das sind zwar sehr inoffensive Fantraps, die werden schon alles covern. Und die waren auch sehr solide auf jeden Fall. Imperm ist, glaube ich, ein bisschen mit, aber Ash ist auf jeden Fall nice. Ash ist extrem nice. Ansonsten noch Tactics, Dark Ruler, Evenly. Wenn ich Thrust hätte, würde ich 100% 3 Thrust Main decken, weil das wäre extrem nice. Thrust ist einfach wirklich mit die beste Karte in Yu-Gi-Oh! Zurzeit. Und dementsprechend, wenn sie halt nicht so gottlos teuer wäre, hätte ich sie auch schon. Aber Konami hat sich ja dazu entschlossen, hey, lass mal die Rarity Collection richtig scheiße machen. Wir machen einfach genau das OCD-Set. Ist immer noch ein solides Set, aber halt so viel Potenzial gemisst und so viele Random-Ass-Karten drin ohne Grund. Aber ja, Yu-Gi-Oh! 15 Non-Engine ist auf jeden Fall solide. Wenn ihr Thrust habt, dann würde ich, glaube ich, Imperm dagegen einfach swappen und halt, Digga, das war wirklich so eine nice Karte auf Locals. Die hat richtig overperformed, als ich gestern actually gespielt habe. So, die Karte ist so nice, wirklich. Ich habe voll auf 2 gezogen, aber die Karte ist sehr, sehr nice, wirklich. Eigentlich, statistisch gesehen, zieht man keine 2, das ist halt einfach nur unlucky, so. Das ist genauso wie das Reasoning mit Pot of Desires. Digga, guck doch einfach auf die Fakten. De facto, du wirst halt einfach sehr, sehr unwahrscheinlich 2 davon ziehen, wenn du 3 spielst. Also spiel bitte 3, weil das ist eine broken Karte. Was auch immer. Extra Deck, 2 Spiegeljade, der Eisklingendrache, ein Lubenion, der sengende Drache, 2 Albino, ein Titaniclad, ein Migrant, ein Sprint. Rindbrom, den hätten sie niemals sprinten sollen, das ist der andere Albino. Das ist der Grand Go, kein Mensch weiß, wie dieser Bro heißt, wirklich nicht. Einer ist vollkommen fein. Es gibt manche Szenarios, in denen du 2 haben wollen würdest, aber der Exalec Space ist einfach nicht gegeben, okay? Das ist wirklich, ich kann auch keinen zweiten Lubellion finden, auch wenn ich gerne würde fürs Grind Game, aber es ist unmöglich, wirklich. Stapedia sehr, sehr wichtig für halt Banishment und sowas. Chimera extrem wichtig, obviously, und dann halt Lulu und der Bucephalus, der zweite. Ich finde, der hat einfach Drip, deswegen.
spielst du viel in der DSL kommen, wo die werde ich euch übrigens zeigen, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, wie, aber das ist eigentlich nicht so anspruchsvoll, damit zu kombo. Ja, Side Deck, Droll, DD Crow, das ist ja nicht mal mehr sortiert, wow. Nibiru, ja, diese drei Handtraps spiele ich noch, dann Cosmic und D-Barrier. Ich habe gegen Chimera Bandit gespielt und ich habe in Game 3 einfach First gehen lassen, weil ich realisiert habe, okay, ich kann Going First nichts reinboarden. Ich maindecke schon 9 Boardbreaker. Was soll ich denn bitte dagegen reinmachen? Also Droll, obviously. Und dann, weil Chimera Brenner verliert jetzt nicht so sehr gegen Cosmic, habe ich das Gefühl, ich habe keine große Erfahrung. Ich weiß nicht mehr genau, was die Chimera-Karten machen. Deswegen habe ich auch verkackt, als ich für Game gehen wollte und mich aufhalten konnte, noch so mit einem Special zurück. Aber ja, auf jeden Fall kann man vielleicht noch optimieren. Ich bin kein guter Side-Deck-Bauer. Ich bin auch so nicht super doll in der Meta drin. Ich weiß überhaupt nicht, was Rescue Ace macht oder Diabelstar oder weiß ich nicht was oder Purrly, weil das habe ich immer noch nie gegen gespielt. Bro, ich habe keinen Plan wirklich. Ich spiele einfach nur aus Spaß noch. Ich hatte gar keinen Bock in letzter Zeit auf Locals zu gehen, weil einfach das Wetter war viel zu schön. Aber jetzt ist das Wetter wieder scheiße und man hat halt irgendwie nichts Besseres mehr zu tun. Wir sind trotzdem nach Runde 2 gedroppt. Weil wir Kopfschmerzen hatten, weil es so stickig war und. Wenn du eh schon ein Game verloren hast, kriegst du eh nur deinen Einbiss-Pack, beziehungsweise in unserem Fall ja zwei, weil Double-Pack-Locals waren jeden Freitag im BB-Land, das ist ganz nice. Und ja, kleines Paketöffnungsding. Ich muss kurz das wegpacken, jawohl. Und jetzt machen wir Pakete auf, wow. Werden wir eine Ulti ziehen? Ich denke, boah, wir haben Sync-Gebiet. Unglaublich, ich glaube, das ist eine Synchro-Karte. Evoltil, naja, so, ich sehe das alles von falsch rum. Ich sitze, ne, ihr checkt. Wow, Horn des Olifanten habe ich leider schon, aber cool, eine garantierte super seltene Karte. Das ist ja puh, unglaublich. Da haben wir Charles, mein Boy. Mein Boy, wir haben nochmal den. Ist der jetzt gut? Ja, ist okay. Und das Ding, kleine Kinder. Kleine Kinder, das ist der Yu-Gi-Oh!-Spieler. Oh mein Gott, wir haben dritte Lost bekommen, what the fuck? Actually. Ich wusste nicht, dass Rasmus die gezogen hat, weil das waren meine Packs, glaube ich. Und ja, whatever. Die ist actually cool. Die werde ich jetzt gleich spielen. Habe ich endlich eine Super Rare. Sync-Gebiet und Sync-Druckwelle. Mann, so cool. Falls du ein Synchro-Monster kontrollierst, wähle ein Monster, das den Gegner zerstört. Zerstöre jenes gewählte Ziel. Warum jenes und nicht das gewählte Ziel? Haben sie die Karttext jetzt geändert? PSCT-Upgrade, damit es jenes sagt? Damit Yu-Gi-Oh!-Karten jetzt gendern oder was? Keiner checkt. Aber okay. Aber okay, kann man machen, Bro, kann man machen. Ey, solide Kamen, die nehme ich mit, Bro. Ey, solide Kamen, die nehme ich mit, Bro. Und nochmal kleiner Mann. Ja, okay, auf jeden Fall, das war ein neues Video nach viel zu vielen Monaten. Ich sag euch einfach ehrlich, Motivation ist nicht unbedingt immer da für Videos. Ich glaube, am Ende des Videos kann ich halt mir echt ein bisschen Zeit nehmen und kurz darüber quatschen, weil hier, jetzt sind nur noch die realen Leute da, ja. Video-ideentechnisch bin ich immer sehr, sehr mager aufgestellt. Ich bin nicht so der super Kreative, was so Ideenfindung angeht. Ich habe auf jeden Fall Bock, Videos über was anderes zu machen, aber ich weiß seit 2 Jahren noch nicht über was. Ich bin seitdem in der Identitätskrise. Außerdem, Digga, ich arbeite halt 20 Stunden die Woche plus ich studiere. Und dafür muss ich weit wegfahren. Also ich pendel quasi. Also pendeln ist in Anführungszeichen, weil ich fahre nicht mal 2 Stunden. Ich war zur Uni 1 Stunde 4 und Rückweg dauert ein bisschen länger, aber das wirklich, das summiert sich halt, wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe nicht mehr alle Zeit der Welt, so wie früher, als ich noch Schüler war. Denn ich habe diesen Kanal angefangen, da war ich 14. Das ist bald 5 Jahre her. Aufentspannt. Aber gut, Männers. Hat mich gefreut, wieder mal hier vor der Kamera zu reden. Wieder zum nächsten Video. Ciao.